Jo Leute, was geht ab zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder ein neues Video. Ich weiß, 2-3 Wochen kein Video gebracht, stressig und so. Auf jeden Fall habe ich jetzt mit den 2 anderen Boys, die gleich ins Bild reinkommen, jetzt ein Video gedreht, beziehungsweise drehe ich jetzt. Habt ihr am Titel und Thumbnail gesehen. Da werden wir Songs an Emojis halt erraten. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Video. Ich hoffe, die anderen haben auch Bock. Ich hoffe, ihr habt Bock. Auf jeden Fall würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an und let's go. Kommt mal ran. Jetzt. Die anderen sind jetzt auch da und ich fange an, mein Emoji sozusagen zu zeigen. Doch, ey, doch, Mann! Darf ich mich einmal vorstellen? Ich bin übrigens, also meine Freundin nennt mich MILF Hunter, so ist auch meine E-Mail-Adresse. Also milfhunter@googlemail.com. Nein, at Hotmail, du Vollidiot. @hotmail.com. Ja, da könnt ihr mir auch schreiben, Bilder schicken, Nudes und so. Boah, du hast mich so angespuckt, ne? Egal, komm, let's go. Jo Leute, was geht ab? Das ist jetzt mein Video. Jo Leute, was geht ab? Wir haben jetzt übernommen. Jetzt wird das Video viel cooler. Ja, ist so. Aber wir haben beide unsere Main-Channel, da könnt ihr uns abonnieren. Das ist nur der Dritt-Channel von uns. Ja. Ist auch voller Scheiß-Channel, aber alles gut. Seid ihr bereit? Bereit bin ich, ja. Okay. Hey, S, hi, nein. Ich hab keine Ahnung, Mann. Hey Girl, keine Ahnung. Hey Girl, Arsch. Zeig deinen Arsch, keine Ahnung. So ey, fett. Wieso? Hey, es geht halt echt nur um die Frucht. Es ist Englisch. Wie soll man ein scheiß Emoji in den Song erraten? Das ist wirklich nicht so übertrieben schwer. Habt ihr gar keine Ahnung? Junge, ratet einfach. Ja, ich kann aber, ich kenn keinen Song, der sich. Keine Ahnung, ich gut, dann ratet es einfach durch. Lush Life von Sarah Larsson. Nein. 99 Luftballons von Nena. Echt voll mit Arsch, ne? Ja, wo soll ich denn wissen, was für ein Song sein soll? Soll ich sagen? Ja. I like big butts von MC Hammer. Ey, das hätte ich locker erraten, oder? Ich weiß nicht, was I like big butts. Ich hätte nicht mal gewusst, wie das weitergeht. MC Hammer hätte ich locker sagen können, Alter. Ich habe einen MC Hammer in der Hose, mehr weiß ich aber auch nicht. Irgendwas I got money, I got codes, I got money. Nein. I got codes. Nein. Money. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, sagt, dann gebe ich euch irgendwas Tipp. Von Lil Pump. Glaube ich auch. Oder. Was ist das für ein Emoji? Ist das Familie? Oder Hose? Nein. I got money, I got. Nee. Also, ich glaube Lil Pump, weil du hast mir mal erzählt, also die letzten beiden Emojis, das sind Flug, kleiner, keine Ahnung. Hast du mir erzählt, dass Lil Pump bei einer Airline rausgeflogen ist und deswegen die in seinen Songs teilweise manchmal ein bisschen fertig macht? Aber welches Lied genau, kann ich gerade nicht sagen. Junge, wie willst du das auch erkennen, Alter? Ey, richtig? Besser geht's gar nicht. Soll ich es euch einfach sagen? Nein, sag. Ja. Also, das ist ein Flugzeug. Ich würde es nur am Flugzeug und an dem Flugzeug und an dem Emoji vorher erkennen. Nochmal jetzt bitte. Nochmal scharf nachdenken und dann einfach raushauen, was ihr denkt. Raushauen, was ihr denkt. Ich denke was ganz anderes gerade, aber ist ja auch egal. Was habt ihr denn? Ey, ihr sollt nicht nur Vermutungen aufstellen, sondern ihr sollt es doch erraten, das Lied. Und nicht einfach nur sagen, ich denke, es ist so, aber dann den Namen nicht mal sagen. Was gibt's für Lil Pump, ey? Ich weiß, das ist nicht mal Lil Pump. Ach so! God's Plan von. Nein! Oh Mann, Ohren, du fuckst mich so ab! Keine Ahnung, da ist Geld! Ja! Es ist unmöglich, Mann. Oh, du fuckst mich so ab, es nervt so doll. Was denn, da ist Geld, da ist. Ja, aber warum sag ich denn gerade, dass du mich abfuckst, hä? Warum fuckst gerade du mich jetzt ab? Weil du es schon fast gesagt hast, Mann! Lil Pump? Ja! Gucci Gang? Ja, weil das steht Geld und dann Gang. Das soll eine Gruppe sein. Ach, also Gang. Junge, das sieht aus wie eine Familie, Alter. Wow! Hey, hallo, und hey. Dann steht da kein Flugzeugzeichen, also kein Flugzeug. Ich wollte dann jetzt Flugzeug, nichts Falsches weil sagen. Weil Lil Pump über eine scheiß Airline hetzt und sagt, damit soll man nicht fliegen. Das heißt, hey. Du hast ein Fuck your airline for the company und hier Geld und Gang und Gucci und Gang und Gucci und Gang. Ja, wir fühlen uns schlecht, jetzt reicht's, Mann! Raus! Egal, wir machen jetzt weiter. Oben, der fragt jetzt eine und komm, ey, let's go. Noch weiter. Okay Leute, ich zeig's erstmal euch. Ich finde es ziemlich einfach, aber ich glaube, weil ich es auch kenne einfach. Könnt ihr es euch vielleicht irgendwie denken oder keine Ahnung was? Okay, ich zeig's jetzt einfach euch. Könnt ihr euch denken? Und dann wird dann angerufen. Warum? Warum geht der überhaupt dran? Er geht immer ran. Sag doch einfach, dass wir gerade ein Video drehen. Wir drehen gerade ein Video. Ich weiß, wenn man es kennt, den Text, dann ist es eigentlich ziemlich einfach, aber für euch wird das jetzt schwer sein. Auch Englisch, ja? Nein. Deutsch? Deutsch. Das ist ein Schnulze, kann das sein? Na, locker.
Haben wir auch noch nie gehört. Ach so, was, das ist von Lelano? Ich weiß jetzt nicht, ob ich ja oder nein. Also ja gut, also es ist von Lelano, ja. Und Trippie Boy, glaube ich, sagt in dem Lied, ja, du Bastard, ich fick deine Ex. Ja, mal von Lelano. Nein. Von Lelano ist es schon mal nicht. Bitte? Was? Lelano ist es nicht. Ach, Trippie Boy, Gucci. Nein. Trippie Boy, Nicht von den 1000 Fragen. Nichts von den beiden. Hä? Das ist ein weit abgebildet. Ich kenne so viele Deutsche, hören den, denke ich mal. Singt das ein Mädchen und ein Typ? Ja oder nein? Nur ein Typ. Ist es Bowser? Bowser, Was du Liebe nennst? Nein, nein. Win. Das ist von Win. Das ist von Win, glaube ich. Das ist von Win, nicht Blackout. Datalov. Von Win ist es auch nicht. Nein! Junge, will sich verhalten! Sag einfach nein! Ey! Aber Win kennt den, glaube ich. Gib uns. Wir hören das Lied ab und zu. Ah, oh, scheiße. Aber Junge, ich hab keine Ahnung. Kommt mal vor. Und wir feiern den Typen eigentlich auch. UFO 361? Ja, richtig. Safe. Balenciaga? Nice Girl. Sie ist Nice Girl. 2.0. Das ist die erste Zeile und sie sagt, oder die erste Zeile ist, sie kann nicht ohne mich. Ach so. Ja, ja. Ey, Junge. Sie sagt, das kann so ich ohne mich. Ja, das war's. Seid bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Das ist Deutsch. Telefon von Nemo. Welche Dings? Wie genau ist der Text? Telefon. Ich rufe, warte. Warte, Nemo, Bra, bestell ein Taxi per Telefon, nein, damit wir schnell von der Stelle kommen oder sowas? Nein. Oh Mann, ey, das kommt direkt am Anfang, Mann. Oh, ich weiß es. Kontaktiere Anwalt per Telefon. Von der Stelle kommen, Nemo, Bra, bestell ein Taxi per Telefon. Telefon. Also, Telefon. Das war doch eigentlich, es ging schnell. Ja, das ging jetzt schnell. Aber es war einfach. Die Emojis haben mir nichts gemacht, einfach nur nach Lieder nachgedacht. Ja, gut. Ja, okay, jetzt nochmal. So, jetzt nochmal letzte Runde. Special Guest Niki, aka ICI. Oh! Das müsstet ihr sofort erraten können, weil ja, wir hören das in letzter Zeit richtig oft. Balenciaga. Digga, was? White Horse, White Porsche. Wie? Ja, hier, wer heißt, wie heißt Bad Baby, Hi Bitch! Ja! Pädophiler. Du bist ein Hänger, Alter. Das ist auch Pädophiler. Okay. Auf jeden Fall, was jetzt aber mit dem Video? Auf jeden Fall, was? Ey! Auf jeden Fall, was mit dem Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht zu abonnieren. Checkt mich auf Snapchat und auf Instagram ab. Checkt die anderen ab. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao!